Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 mit Middlemark. Auftragsfrischen Karte, Vierfach Version 2.5 und Produktionsversion 2.2. Wir sind dabei an Hexel. Ich würde jetzt fast sagen, ich fahre jetzt noch ein bisschen weiter mit dem LKW in der Mitte, weil hier müssen ja dann, wenn es gut läuft, drei LKWs stehen. Theopraktisch zumindest. Deswegen werde ich den Kurs jetzt ein bisschen anpassen. So. Abfahrer einschalten. Nein. Ich habe noch einen Kurs drin. Kursaufzeichnung beginnt. Wir fahren jetzt die Kurs, den Kurs ein. Schön nah hier am Feldrand. Und dann wird der fahren die nämlich dann Shuttle zwischen BGA und Hof, zwischen BGA und Feld. Und wir sitzen dann im Johnny und überladen, fahren ÖLW. Das ist zumindest der Plan, drei LKWs. Das habe ich jetzt noch nicht auf Dauer getestet, ob drei reichen, ob vier. Da ist, denke ich mal, noch ein vierter, wenn wir dann den Fett doch eben wieder irgendwo davor binden. Ich denke, das ist auch drin. Und das machen wir dann halt. Und deswegen, das will ich euch nicht alles zeigen, weil das wahrscheinlich relativ langweilig wird. Deswegen will ich da gucken, dass ich relativ viel Offscreen schaffe. Wenn ich dann mal einen Tag oder so mal dick häckseln möchte, dann weiß ich ja auch, was ich machen kann. Im Endeffekt. Warte. Das war schon mal nicht. Ich habe mich wieder verklickt. Ich könnte brechen ins Essen bleiben. Jetzt haben wir das auch. Da fehlte nur das Ding zum Ausklappen. Das ist doch gut. Dann fahren wir noch mal kurz zum Fett zurück, weil ich bin total dumm. Hätte hier nur auf Pause klicken können. Ja, das ist halt dann das, wenn man halt nur so ein bisschen, weiß ich nicht, nicht ganz mitdenkt, würde ich sagen. Und nochmal den ganzen Kram. Das dauert jetzt am Anfang immer alles, bis ich mir das erstmal einstellen muss und so weiter. Von daher machen wir uns da jetzt auch einfach gar keinen Stress mit. Das dauert jetzt halt einfach so lange, wie es dauert. Wenn das danach dafür dann doppelt so schnell läuft, ist alles, oder wenn es danach dafür läuft, ist alles gut. Bitte aber nicht vergessen, am Hof müssen wir auch noch was haben. Also brauchen wir auch noch ein bisschen was.
So, und nochmal ist das Spektakel. So. 5 Minuten um und wir sind am Punkt wie Feuer. Läuft. Gucken, wenn ich auf Dauer noch irgendwann LKWs super hab. Gucken, dass die noch ein paar Rübenschnitzel von einer Zuckerfabrik runterholen zur BGA. Man kann nämlich auch mit Rübenschnitzel weiterlaufen. Das ist zumindest so der Plan. 14.07 Uhr. Nur für euch schon mal so zum Überlegen. Samstag. Den, was haben wir heute überhaupt? 10. 17. ist heute. Mein Gott. So. Dann fangen wir da jetzt so da dran. Sagen wir abkippen. Gucken wir einmal rein, ob das auch läuft. Läuft Hexagon, Cluster, passt. Und ihr da jetzt für uns weiter. Und zwar wieder zurück zum Feld. Kurse benennen, Abfahrer richtig einstellen und konfigurieren. Was habe ich gesagt? Ich habe irgendwie die Prozentzahl. Was hatte der jetzt gerade an Prozentzahl? 83 im Auflieger? 83%? Ich habe es mir, glaube ich, aufgeschrieben, aber ich glaube, den Zettel habe ich auch schon wieder weggeschmissen. Und warum nehme ich jetzt die ersten 3 Tage auf im Vorhinein und mache das jetzt nicht so jeden Tag up to date? Weil ich Montag steht nämlich für mich auf dem Plan, möchte ich meinen PC ganz gerne neu aufsetzen. Und im Endeffekt muss dann halt. Ich werde dann jetzt übers Wochenende werde ich dann den LS-Backup ziehen, die Mods-Backup ziehen und so weiter, halt, dass ich das alles safe habe. Ich habe zwar jetzt schon Vor-Backup bei mir auf Versicherungsfestplatte liegen. Das werde ich aber jetzt nochmal up-to-date machen. Das habe ich nur in der Woche schon mal gemacht, weil es A schnell ging und B, dann habe ich zumindest schon eine ältere Version. Nur so für euch schon mal da so ganz grob, um euch da ein bisschen zu orientieren. Jetzt bleiben wir ein bisschen weiter weg. Zack. Nur, dass ihr da schon mal so einen groben Anhaltspunkt habt. Ich möchte ganz gerne meinen PC noch aufsetzen. Das wird dann, denke ich mal, den Montag brauchen, bis dann wieder alle Spiele installiert sind. Feld 19 zu Fermenter BGA speichern. So. Das ist einmal beladen am Startpunkt. Beladen am Startpunkt, Ladegut hinzufügen. Das ist dann einmal Häckselgut. Tonne. Was haben wir jetzt gerade gesagt? Machen wir 82% und sagen Abfahrer einschalten. Hat Überladepunkt erreicht, das ist richtig. So. Dann den nächsten LKW. Ja, wir könnten eigentlich auch erstmal in den Johnny hüpfen und gucken, ob das funktioniert, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle. Dann ganz kurz F1-Menü gucken. So. Was ist denn die Taste für Dingens rauf runter? Abler tut's, hat er eine Maussteuerung. Nein, auch nicht.
Zumindest ist das so die Überlegung. Ich will ganz gerne ein bisschen mein PC noch aufsetzen, alles wieder frisch machen, ein bisschen aufräumen auch wieder am Rechner, weil das auch schon wieder über ein Jahr her ist, habe ich mal gerade so überlegt. Oder habe ich mich schon vor längerem überlegt, dass es wieder ein Jahr her ist und dass ich das dann jetzt in 2 Wochen Urlaub ganz gut machen kann, meiner Meinung nach. Das ist jetzt zumindest so die Überlegung. Das will ich dann ganz gerne tun, das will ich dann Montag machen. Vielleicht Dienstag auch noch ein bisschen. Da muss natürlich alles Spiel wieder installiert werden, da muss getestet werden, ob das funktioniert und so weiter und so fort. Das möchte ich ganz gerne Montag machen. Deswegen kann Montag keine Folge kommen. Ich plane dann den Dienstag auch noch ein bisschen ein für vielleicht funktioniert was noch nicht, was ich noch fixen muss. Und der Mittwoch ist dann auf jeden Fall Puffer, wenn ich vielleicht noch privat ein, zwei Kleinigkeiten machen möchte. Das ist zumindest so die Überlegung. Das ist zumindest so die Überlegung, dass ich das halt dann in Angriff nehme. Montag plane ich fest für PC neu Reset ein. Grundsätzlich dauert das Windows neu aufsetzen bei mir so 1 bis 2 Stunden. Kommt immer ganz drauf an. Wenn ich vorher noch ein bisschen was machen muss, dann kann es auch ein bisschen länger dauern. Auf jeden Fall 1 bis 2 Stunden plane ich dafür ein immer. Deswegen, das plane ich auf jeden Fall für den Montag ein. Ein bisschen PC neu aufsetzen und so. Das werde ich dann zumindest so machen. Montag PC neu aufsetzen, Dienstag vielleicht noch Probleme lösen, falls es noch irgendwo in irgendwelchen Spielen, im LS vor allen Dingen, Probleme gibt. Aufnahmeprogramme wieder einrichten, Ordnerstruktur ein bisschen wiederherstellen und so weiter und so fort. Spiele installieren, LS, OMSI, Shooter, Chrome, hat man nicht alles installiert, wenn man es braucht. Im Endeffekt. Das ist im Endeffekt so die Überlegung. Überladegeschwindigkeit könnte man auch nochmal anpassen. Der einfach ein bisschen schneller zieht. So, wir fahren jetzt erstmal wieder zum Häcksler und gucken mal im Endeffekt, ob er ablädt, weil das ist ja im Endeffekt jetzt der wichtige Punkt. Wenn er gleich voll wiederkommt, hat uns das ganze Spektakel eigentlich so überhaupt nichts gebracht. Weil man kennt ja LS, mal tut's das wie scheiße und mal tut's das halt einfach so überhaupt nicht. Muss man ja gnaden, muss anerkennen. Jetzt aber auch top eingelegt mal. Also mal tut's das und mal tut's das überhaupt nicht. Überlege ich, ob ich die Bunkervolumen noch ein bisschen. Guck. Aber mehr als 60 kg LKW ist auch nicht rein. Das sind auch wieder Gops drin gesprungen. Das ist dann auch wieder eigentlich egal. So, was wir uns auf jeden Fall jetzt noch angucken ist, ob der CP-Fahrer ablädt, weil das ist ja auch ganz wichtig. Ich bin für die heutige Folge mich auch schon wieder durch. Das hat läuft. Km/h, er wird langsamer. Jetzt sagen gerade, dass er auf der BGA am Rumcruisen ist. Ich sehe nichts, da ist einfach nur noch ein Schilderwall da. Cruise mit 10 km/h. Und zurück.
60 km/h, er fährt schon wieder weiter. Scheiße. Tut's nicht. Er lädt nicht ab. Er kennt den Abladepunkt nicht. Hm. Das ist natürlich schlecht jetzt wieder. Da tut's ja auch nicht. Das muss halt jetzt ein bisschen ausprobiert werden, da muss jetzt ein bisschen mal rumgefummelt werden, ob das tut oder ob das nicht tut. Weil praktisch müsste er jetzt ja, oder erkennt er es wieder voll, müsste er endlich sofort weiterfahren. Richtig. Bleiben wir mal da drin sitzen. Und gucken uns mal eben an, wenn er da drüber herfährt, ob er den, ob er das I fürs Abladen überhaupt bekommt, wenn wir drin sitzen. Das ist jetzt wichtig. Weil ich muss mal gucken, ob wir da mit dem Abladepunkt arbeiten. Aber ich will da auch nicht immer reinhüpfen und Abladepunkte setzen. Das ist auch nur Müll. Da tut es dann auch wieder nur von 12 bis Mittag. Da ging es aber hart um die Kurve. Muss man ihn ja mal lassen, das geht. Er ist zu schnell. Er ist zu zügig. Gut, wir testen das nochmal, ob er bei einer 60 fährt, ob er den Punkt, weil Abladepunkten hat er ja erreicht, er sieht es ja, sieht es ja unten, ob er das im Endeffekt übernommen hat, denn wenn er da immer dran vorbeischießt, weil er es nicht erkennt, und wenn er jetzt 20 km/h weniger fährt, wenn das dann besser funktioniert und er schafft anzuhalten, abzuladen, wäre es ja top, dann können wir auch mit 60 km/h leben. Fahren wir halt nur 60 km/h, nutzen wir ein, zwei Schlepper von uns auch noch dabei. Ist im Endeffekt ja nicht das Problem. Das ist aber zumindest das, was wir jetzt wissen, testen können und so jetzt auch optimal einstellen können. Deswegen bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Weitere Folgen und frische Marsch. Bis dann, danke und tschüss.